Und ich dachte mir, wenn es draußen jetzt langsam so trüb wird, dann müssen wir von innen warm werden. Und deshalb habe ich ein kleines Warm-up für euch. Heute in der stehenden Position. Also könnt ihr es auch gerne zwischendurch machen, am Arbeitsplatz, zu Hause oder gleich nach dem Aufstehen. Und dafür stehen wir einmal hüftbreit auseinander, die Arme zur Seite. Und dann stellen wir den anderen Fuß immer, also den linken Fuß zum rechten, den rechten zum linken. Und machen Hampelmänner, ohne zu springen. Und wir werden langsam warm. Sekunden schaffen wir noch. Letzten Wiederholungen pro Seite. Und dann finden wir uns wieder in der Mitte ein. In der Zeit, in der wir gerade nichts machen, marschieren wir auf der Stelle. Und dann nehmen wir die Hände wieder zur Seite, Arme ausgestreckt und die Beine wieder in den hüftbreiten Stand, etwas weiter auseinander. Und beim Einatmen kommen wir mit dem rechten Arm zum linken Fuß, beim Ausatmen wieder nach oben. Und das gleiche Spiel mit der anderen Seite. Und das machen wir jetzt 10 Mal pro Seite. Einmal schaffen wir noch zusätzlich. Und dann sind wir schön warm geworden. Wir marschieren wieder kurz auf der Stelle. Machen die Schultern etwas locker. Jetzt geht es an den Oberkörper. Und die Beine wieder hüftbreit auseinander. Und wir machen große Kreise mit den Armen. Schön langsam mit der Atmung die Arme nach oben und beim Ausatmen wieder alles rausdrücken. Um die Übung ein bisschen kreativer zu gestalten, gehen wir jetzt nach unten und beim Hochgehen nehmen wir die Arme mit hoch. Und noch 5 Wiederholungen. 2, 3, 4 und die letzte Wiederholung. Und wieder auf der Stelle. Die Arme wieder etwas kreisen. Und jetzt kommen die Arme an die Hüfte. Und wir mobilisieren nochmal unsere Beine. Beim Einatmen große Kreise ziehen mit einem Bein. Beim Ausatmen wieder auf die Matte kommen. Und auch hier noch 5 Wiederholungen pro Seite. 1, 2, 3, 4. Und 5. Und geschafft. Und dann kommen wir immer ruhiger auf die Matte zurück. Und lassen zum Abschluss nochmal unseren Nacken kreisen.
Und nochmal in die andere Richtung. Und jetzt sind wir so warm wie draußen mit 35 Grad Sonnenschein und können gut in den Tag starten.